Die Geschichte, wie ich vom Shisha-YouTuber zum Triathlet geworden bin. Und Triathlet ist natürlich sehr, sehr hochgegriffen. Ich habe gerade so überlebt, um das schon mal vorwegzunehmen. Vor 6 Wochen bin ich weiß gar nicht mehr wie und warum, aber ich bin auf die Idee gekommen, wir machen ja viel Sport, lass doch mal einen Triathlon machen. Und wieso auch immer, habe ich mich dann angemeldet. Und dann stand fest, am 20.08. ist es soweit, in Rottgau, meiner Heimatstadt, findet der 20. Rottgau-Triathlon statt und für mich mein erster Triathlon. Also angemeldet und rein ins Training. 6 Wochen hatte ich, in denen ich angefangen habe, ernsthaft zu schwimmen. Also ich war ab und zu mal schwimmen, aber gefühlt so einmal alle 3 Monate. Ich habe angefangen zu laufen, weil Laufen ist für mich die Hölle. Ich bin 2 Meter groß und habe damals noch so 115 Kilo gewogen. Mittlerweile bin ich auf 112 runter. Während Corona war ich noch bei 140 Kilo. Und das war damals übrigens der ausschlaggebende Punkt, wo ich angefangen habe, Sport zu machen, weil ich habe dann, nachdem wir auf die Malediven eingeladen wurden, im Nachhinein die Aufnahmen von mir gesehen und dachte mir echt, Junge, du bist wirklich geisteskrank fett geworden. Und das hat mich richtig abgeschreckt. Und zwar so sehr, dass ich dann nach Corona endlich wieder angefangen habe mit Sport. Also man sieht es jetzt hier nicht so krass. Und ja, erstens hatte ich da auch noch ein paar letzte Haare, die ich verzweifelt behalten wollte, was aber nicht so geklappt hat. Aber man sieht es ja, denke ich, auch im Gesicht. Da war auf jeden Fall noch deutlich mehr an mir dran. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo eine Aufnahme von mir oberkörperfrei hat. Nee, nur das, aber ja, perfekt, das Standbild, Digga. Ja, okay, es wird auch nicht besser von den Standbildern, habe ich so das Gefühl. Ja, okay, ne? Aber man sieht es ja allein am Gesicht. Da hatte ich noch deutlich mehr auf der Waage. Da war ich so bei 138 Kilo. Und das war im November 21, also so, man könnte sagen, das Ende von der ernsthaften Corona-Zeit. Das war so das erste Mal, dass man wieder was machen durfte. Ich weiß nicht, ob wir hier noch andere Aufnahmen haben, wo man es gut sieht, ne? Aber ich hatte auf jeden Fall noch einige Kilos mehr drauf und das hat mich, es gab so ein paar Aufnahmen in dem Video, wo ich dann so ein bisschen nach vorne gebeugt saß und man hat so richtig gesehen, wie ich eine fette, fette Wampe bekommen habe. Und ich war jetzt nicht immer der schlankste Mensch so, aber ich war auch weitaus nie bei den 140 Kilo oder 138. Und das war echt so ein Moment, wo ich mich vor mir selbst geekelt habe. Und ja, was machst du dann? Sport, ne? Habe ich halt, bin nicht mehr dreimal die Woche nach dem Stream zu Burger King gefahren, sondern nur einmal. Ich habe auch bei weitem nicht alles perfekt gemacht, ne? Also weder bei meinem Training noch bei meiner Ernährung müsst ihr mir irgendwelche Tipps geben. Ich weiß, dass ich da viel verkackt habe und auch trotzdem noch zu oft bei Maggis war und zu viel Fastfood hatte und so. Aber es war der Weg, wie es für mich funktioniert hat. Und meiner Meinung nach muss man da auch nicht direkt von schwarz auf weiß und dann nie wieder Fastfood essen und überhaupt kein Getränk mit Zucker trinken. Baby Steps. Baby Steps, Kleinigkeiten verändern, aber dafür dranbleiben. Nicht mehr dreimal die Woche zum Burger King, sondern dann halt nur noch einmal. Ich weiß, es ist immer noch viel. Again. Für mich war es eine Verbesserung. Und nicht mehr 3 Liter Eistee am Tag mit Zucker wegsaufen, sondern dann vielleicht so Sachen wie Holy trinken, der zuckerfreie Eistee, den ich gerne trinke und so Sachen. Ne? Und es hat für mich eben funktioniert. Und mittlerweile bin ich auf 112 Kilo runter. Das heißt, ich habe gute 26, 27, 28 Kilo habe ich weg. Und fühle mich auch mittlerweile so fit, wie ich noch nie in meinem Leben war. Kann ich einfach so sagen. Früher die Treppe hochgerannt, erstmal 300er Puls gefühlt. Mittlerweile habe ich einen Ruhepuls von um die 50. Ich kann Sachen machen, ohne dass ich direkt außer Atem bin. Also allgemein Fitness viel, viel besser. Zurück zum Triathlon. Ich habe dann also immer regelmäßig Sport gemacht. Letztes Jahr sehr viel Fitnessstudio. Und dieses Jahr sind wir dann irgendwie alle so ein bisschen auf den Fahrradtrip gekommen. Dann sind wir sehr viel Fahrrad gefahren. Und dann wollte ich irgendeine Challenge. Und irgendwann war ich mal auf so einer Seite ich war auf der Seite vom Ironman und habe mir das angeguckt und dachte mir so, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, auch der 70.3 Ironman, also sozusagen halber Ironman, vielleicht auch noch ein bisschen too much, gucken wir nach was Kleinerem. Und dann habe ich im Schwimmbad einen mittlerweile Sportbuddy von mir kennengelernt, der Moritz, mit dem war ich jetzt schon oft Fahrrad fahren, war noch schwimmen einmal, und der hat mir dann erzählt, dass in Rottgau ein Triathlon sein soll und dass er noch überlegt mitzumachen. Und dann habe ich halt mit ihm ein bisschen gequatscht und so. Und irgendwann habe ich dann entschieden, okay, weißt du was? Wir machen das, wir melden uns jetzt an. Olympische Distanz.
Es gibt auch die Sprintdistanz, die wäre noch eins kleiner. Sprintdistanz wären 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Fahrrad und 5 Kilometer Laufen. Aber da dachte ich mir, mit dem Sportlevel, was ich schon habe, wäre das nicht eine krasse Challenge. Das wäre cool gewesen, das abzuschließen. Aber ich habe mir schon zu dem Zeitpunkt gedacht, mit noch einem klitzekleinen bisschen Training traue ich mir das zu, dass ich da durchkomme. Und das war nicht die Challenge, die ich haben wollte. Also habe ich weitergeguckt und habe herausgefunden, es gibt auch die olympische Distanz. Und die war ein bisschen weiter. Und zwar waren das 1,35 Kilometer Schwimmen, also 1350 Meter Schwimmen im See, 41 Kilometer Fahrradfahren und 10 Kilometer Laufen. Vor dem Fahrradfahren hatte ich nie Angst, weil wir zu dem Zeitpunkt halt schon viel Fahrrad gefahren sind. Wir waren sogar zum Beispiel, einmal sind wir mit der Bahn nach Marburg gefahren und sind heimgeradelt. Das waren über 100 Kilometer. Das heißt, da habe ich mir nicht so viele Sorgen gemacht. Schwimmen, ich war immer gerne im Wasser. Immer gerne geschwommen, immer gerne getaucht, immer gerne am Boot, auch da viel rumgeschwommen. Habe ich mir nicht zu viele Sorgen gemacht, aber es ist das eine, wenn man gerne planschen geht und das andere, wenn man an einem bestimmten Tag abliefern muss und auf Speed gehen muss. Dann habe ich angefangen, im Schwimmbad zu trainieren, mit Kraulen und so weiter. Habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich im Kraulen noch viel zu krasser Anfänger bin, als dass ich in einem See an einem Event, wo über 300 Leute mit uns starten, also in meiner Gruppe waren es 260, aber es gab ja noch andere Gruppen, dachte ich mir, da bin ich zu unsicher, kann ich nicht machen. Also habe ich mich relativ früh dazu entschieden, bei dem Event werde ich Brustschwimmen, werde aber im Schwimmbad trotzdem auch jetzt schon regelmäßig Kraulen üben, falls man sich dazu entscheidet, noch einen zweiten Triathlon irgendwann zu machen. Gut. Also Schwimmen habe ich irgendwann auch gemerkt. Ich werde nicht der Schnellste sein, vor allem, weil ich Brust schwimmen muss. Aber das werde ich easy schaffen. Das heißt, Schwimmen war ich mir ziemlich sicher. Fahrradfahren war ich mir ziemlich sicher. Und beim Laufen wusste ich von Anfang an, das wird die absolute Hölle für mich. Das letzte Mal 10 Kilometer gelaufen in meinem Leben bin ich vor 8, 9, 10 Jahren oder so. Und das war noch damals in Koblenz beim Studium so. Das ist wirklich eine Weile her leider. Und dann bin ich auch nicht mehr viel gelaufen, weil ich laufe nicht gerne, ich hasse Laufen. Laufen ist die Hölle, Digga. Du denkst so, ah, ist ja ganz cool auf den ersten paar hundert Metern und dann PAM, Seitenstechen, Digga. Und Atemnot nonstop und Puls geht immer höher, immer höher, immer höher. Du bist am Sterben und dann kommen dir die Leute an mit, ja, Bro, geh paar Mal laufen, dann kommt Runners High, dies, das, nur. Ich so, halt deinen Maul, Runners High, Junge. Ich bin ja am Verrecken. Geh mir nicht auf den Sack mit Runners High. Und dann habe ich Laufen zwar immer trainiert und auch versucht, mich dann langsam auf die 5 Kilometer zu steigern. Dann hatte ich die 5 Kilometer. Dann habe ich immer versucht, die relativ schnell abzuhaken. Und ich bin auch langsam schneller geworden. Und dann habe ich einmal versucht, weiterzulaufen und bin auf irgendwie 6,5 gekommen. Und eine Woche vor dem Triathlon bin ich zum ersten Mal die 10 Kilometer gelaufen. Und es ging. Ich war mit einem Kumpel unterwegs, der sich auch für den Triathlon angemeldet hat. Bei dem war es zum Beispiel nicht genau andersrum. Der fährt sehr viel Rad und der geht sehr viel laufen. Aber er kann nicht gut schwimmen. Also er ist ein guter Schwimmer, er ist ein sicherer Schwimmer, aber er ist kein schneller Schwimmer. Und dann sind wir laufen gegangen und mit dem habe ich die 10 Kilometer geschafft. Dann war es noch eine Woche bis zum Triathlon und mir war klar, 10 Kilometer laufen geht, aber im Triathlon kommt davor halt noch 41 Kilometer Fahrrad und davor noch fast 1,4 Kilometer Schwimmen. Und wer weiß, wie ich nach diesen beiden Punkten noch drauf bin und ob ich dann noch 10 Kilometer laufen kann. Dann haben wir nur zwei Combo-Workouts gemacht. Einmal waren wir schwimmen und sind danach laufen gegangen. Das war Hölle. Und einmal sind wir Fahrradfahren gegangen und danach waren wir laufen. Und das war ebenfalls Hölle. Fahrradfahren, laufen, ein bisschen weniger Hölle als schwimmen und dann laufen, actually. Und dann war es soweit. Dann habe ich ein paar Tage keine Pfeife geraucht. Also der Triathlon war sonntags und ich habe donnerstagabends im Stream meine letzte Pfeife mit euch geraucht. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein bisschen Pfeifenpause, damit sich die Lunge vielleicht so ein bisschen erholt vom Triathlon. Ich habe noch gewaped, muss ich dazu sagen. Ne? Also ich habe versucht, weniger zu vapen, aber ich habe trotzdem ein bisschen Nikotin musste rein. Was willst du von mir, Digga? Ich bin nikotinsuchtig, ich rauche jeden Tag 3 bis 5 Pfeifen. Ein bisschen was musste auch noch übrig bleiben. Man kann mir nicht alles nehmen im Leben. So, das heißt, ein bisschen gewaped habe ich, aber ich habe versucht, das ein bisschen zu minimieren. Und ich habe sogar meinen Schlafrhythmus geändert dafür, Freunde. Ich habe herausgefunden, dass die Bikes zwischen 7 und 8 Uhr morgens eingecheckt werden müssen. Und mein normaler Schlafrhythmus ist eher so bis 2, 3 wach sein, bis 9 oder 10 schlafen. Je nachdem, wann ich halt ins Bett komme und wann ich müde bin. Und ich wusste, wenn ich erst um 3 pennen kann, dann bin ich am Arsch, wenn ich um
6.30 Uhr für den Triathlon aufstehen muss. Also war mir klar, ich muss auch noch meinen Schlafrhythmus fixen und habe deswegen einen kalten Umstieg gemacht. Ich habe einen Tag auf 9 und dann bin ich auf 8. Dann bin ich die ganze Zeit um 8 aufgestanden. Dann hatte ich, glaube ich, noch mal einen Tag, wo ich noch ein bisschen früher aufgestanden bin. Und dann war das so, okay, so ist es jetzt. Aber ich habe das relativ, ich bin zum Beispiel heute, ist jetzt der zweite Tag nach dem Triathlon und ich bin wieder um 8 Uhr wach geworden. Einfach so. Also vielleicht habe ich jetzt meinen Schlafrhythmus gefixt, vielleicht ändert sich das wieder. I don't care. Aber für den Triathlon war der auf jeden Fall kurz mal halbwegs normal menschlich. Und dann habe ich euch hier nur was vorbereitet. Und zwar habe ich einmal die gesammelten Aufnahmen vom Triathlon. Da fangen wir mal an. Das hier war dann morgens davor. Da habe ich dann noch einen schönen Kaffee getrunken, den ich mir von daheim mitgenommen habe. Das war jetzt auf dem Parkplatz von dem Triathlon-Gelände. Dann hatte ich mir ebenfalls noch vorbereitet Overnight Oats. 7 und 8 war Bike einchecken, aber mein Start von der olympischen offenen Klasse war erst um 10.15 Uhr. Das heißt, mein Plan war, wir fahren dahin, wir checken mich ein, wir checken mein Bike ein und dann machen wir noch ein bisschen Pause. Dann gibt es noch einen Kaffee, gibt es noch Overnight Oats und dann habe ich ja noch eine Stunde Zeit, bis es actually losgeht mit dem Triathlon. Ja, und dann habe ich dann noch meine Overnight Oats weggefetzt. Und dann ging es langsam, aber sicher runter an den See. Und dann standen wir da. Das sind alles Handyaufnahmen. Einmal vom Kai. Dickes Dankeschön an den Kai. Einmal vom Moritz. Dickes Dankeschön an den Moritz. Und meine Freundin war auch mit dabei und hat mit meinem Handy nicht nur euch in den Stories versorgt, dass ihr es direkt sehen konntet, sondern auch noch ein paar Aufnahmen gemacht, die ich jetzt im Nachhinein habe. Und da stehe ich. Da hinten. Das ist mein Buddy Carsten, der mitgemacht hat und auch viel mit mir trainiert hat. Das hier ist Sebastian, den haben wir noch vor Ort kennengelernt. Und da sind solche Cracks, das glaubt ihr nicht, ne? Allein beim Bike einchecken waren zwei Mädels neben mir und die eine war schon fast gelangweilt, dass sie heute nur eine olympische Distanz macht. Insgesamt sind das übrigens 51 Kilometer. Da sind Leute dabei, das glaubt ihr nicht. Das werdet ihr auch, wenn wir zu den Ergebnissen kommen, werdet ihr noch sehen, wie geisteskrank die unterwegs sind, ne? Durftest du jetzt eigentlich dein Fahrrad benutzen oder was war die Lösung für das Problem? Genau, zwischenzeitlich dachte ich noch kurz, ich darf nicht mit meinem eigenen Fahrrad fahren, weil ich mir damals ein E-Bike geholt habe. Als ich 140 Kilo und fett war, für mich, ne, no front an irgendjemanden, aber ich habe mich damals einfach fett gefühlt in meiner Haut. Meine persönliche Wahrnehmung über mich selbst. Dachte ich, ich hole mir ein Bike, mit dem ich coole Touren fahren kann, aber ich kann auch einen Motor reinklatschen und ganz entspannt ins Büro fahren. Und für damals war das eine geile Entscheidung. Es geht übrigens um das Canyon Endurace On. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass ich mich in so eine Richtung entwickle. Und das ist tatsächlich jetzt auch ein Riesenproblem mit meinem Bike, weil eigentlich ist mein Bike nicht zulässig für solche Events. In der DTU-Sportverordnung steht, das zu verwendende Fahrrad ist rein durch Muskelkraft anzutreiben. Meiner Meinung nach, wenn ich meinen Akku und Motor rausnehme, ist das so. Turns out, die Kampfrichter sehen das anders, die wollen da keine E-Bikes sehen. Das heißt, wenn ich sowas in Zukunft weitermachen will, brauche ich eigentlich ein neues Fahrrad. Jetzt ist das Problem, wenn ich ein Fahrrad haben will, was gescheit ist und mit dem man sowas machen kann, dann bist du mal mindestens 3.000 Euro los. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die habe ich nicht einfach mal rumliegen. Das heißt, ich muss mir entweder was überlegen oder länger sparen und ich muss mal gucken, was ich mache. Fakt ist, will ich sowas weitermachen, brauche ich ein neues Fahrrad und das kostet leider ziemlich viel Geld, also muss ich gucken, wo ich ziemlich viel Geld herbekomme. Ich habe die dann ein bisschen zugeheult von der Rennleitung und war so, oh, das ist mein erster Triathlon und ich wusste das doch nicht und ich habe doch kein anderes Fahrrad und ich kann doch jetzt nicht mit dem Damenfahrrad von meiner Mama kommen und das geht doch nicht. Und da hat er gesagt, Marv, ist okay. Wir machen das so, du kommst mit dem Motor und Akku eingebaut zu mir, gibst mir das Ding, ich verwahre das bis zum Ende vom Rennen und du fährst. Ob du in der Wertung fährst oder nicht, weiß ich noch nicht. Habe ich gesagt, Gott sei Dank, Digga, vielen, vielen Dank. Ich bringe euch den Akku vorbei, ob Wertung oder nicht, ist mir egal. Ich weiß, dass ich sacken werde im Vergleich zu den Cracks, die da sind, deswegen juckt mich das absolut nicht. Hauptsache, ich weiß am Ende meine Zeit und was ich für mich geleistet habe. Das war mir das Wichtige, ne? Das war mir das Wichtige. Und dann durfte ich mit meinem eigenen Fahrrad antreten. Und dann sind wir runter zum See und dann standen wir da. Und dann ist mir bewusst geworden, als ich diese riesen Strecke gesehen habe, was ich mir da eingebrockt habe. Und dann standen wir da unten. Es gab Rolling Starts, das heißt, wir sind nach und nach ins Wasser gegangen. Ich weiß übrigens nicht, ob die Reihenfolge hier perfekt passt bei allen Aufnahmen. Das sind jetzt von drei verschiedenen Leuten die Aufnahmen gewürfelt. Kann sein, dass das ein bisschen durcheinander ist, ne? Genau. Und dann musstest du vor dieses Band treten. An meinem Fuß seht ihr hier diese kleine schwarze Gedöns. Das ist der Zeitchip.
Und hier diese Matten, das sind die Zeitnähmatten. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier drüber laufe, egal wie viele Leute schon was auch immer gemacht haben, da waren Leute dabei, die hatten schon eine Runde, bevor wir überhaupt gestartet sind. Ist aber auch richtig so, ansonsten ist viel zu viel Chaos. In dem Moment, wo du hier drüber läufst, da läuft deine Zeit. Das heißt, die startet nicht, wenn der Erste reingeht. Und hier ist, seht ihr dann auch noch das Finish, da musstest du dann nach deinen 3 Runden draußen wieder reinschwimmen. Und es kommen noch ein paar Aufnahmen. Da war mein Plan, ich bin ja ein Fuchs. Wir mussten, hier seht ihr die hintere Boje, dann ist hier vorne die nächste und da musst du dann hinterschwimmen. Und ich bin extra am Ufer ein bisschen weiter gelaufen, bis ich dann hier so einen Bogen reingemacht habe. Da gab es keine Begrenzung, also ich denke, das war im Rahmen der Gesetze. Ja. Und dann sind wir da reingerannt. Da hinten noch Carsten, hier noch der Sebastian, den wir da kennengelernt haben und hier vorne ich. Und da seht ihr schon die ganzen Cracks, die schon am Schwimmen sind. Weil du musstest dich praktisch einteilen lassen. Du konntest sagen, ey, ich bin guter Schwimmer, ich bin schlechter Schwimmer. Und je nachdem haben die dich weiter nach vorne oder weiter nach hinten gestellt. Ist das noch vom Schwimmen? Das ist nochmal eine andere Aufnahme vom Reingehen. Da waren übrigens auch, ihr seht hier, die ganzen gelben Subs und die Boote. Da war ganz viel vom DLRG. Also nochmal Props an die Organisation. Du wusstest eigentlich immer, wo du hin musst. Du wusstest immer, dass Hilfe am Start ist, wenn du sie brauchst. Also das war auf jeden Fall nice. Da war sogar ein Fisch. Ja, der Rottgauer Badesee ist bekannt für seine Karpfen. Das sind riesige Karpfen. Kommt auch gleich nochmal eine Aufnahme. Und dann ging's los. Und wie gesagt, halt Brustschwimmen, weil einfach sicherer. Und dann sind wir losgeschwommen. Da ist noch der Sebastian neben mir. Und ich links, ich bin auch erstmal die ganze Zeit mit Kopf über Wasser geschwommen, weil ich mich so einfach sicherer gefühlt habe. Da sind noch die absoluten Premium-Aufnahmen von meinem begeisterten Blick. Aber irgendwie guckt jeder so komisch. Ja, war auf jeden Fall witzig. Ja, sind noch mehr gute Aufnahmen von mir da. Auf Stealth angelehnt. Halb, ja so ungefähr. Ja, auf jeden Fall immer sehr gut. Das waren die Bojen. Um diese großen gelben mussten wir dann immer rumschwimmen. Und dann sind wir da eben unsere drei. Ist auch eine sehr schöne Aufnahme von mir. Halt immer, wenn du hochkommst, ne? Musstest du halt einmal schnell durchatmen. So, hier ist noch ein Video. Das war vom Rauskommen. Haben wir noch Videos vom Schwimmen. Und dann sind wir da die drei Runden geschwommen. Hier sind die Fischis. Guck mal, das sind riesige Karpfen. Also echt gut groß. Die sind auch noch weitaus größer da, als das, was da jetzt war. Und dann bist du irgendwann fertig. Und dann kommst du, warte mal, ich glaube, wir haben noch eine bessere Aufnahme. Ja, da bin ich aus dem Wasser gekommen, ne? Schwimmst dann hier durch und dann kannst du da rauskraxeln. Und dann bist du da den Berg hochgerannt. Und meine Beine waren schon so weich. So weich. Ich war wirklich geschockt, als ich aus dem Wasser rausgekommen bin, wie weich meine Beine waren. Weil Schwimmen ist mit Abstand der kürzeste Part, ne? Also Schwimmen ist... Ich will eigentlich noch nicht sagen, wie lange ich unterwegs war. Das will ich erst später sagen. Aber Schwimmen ist mit Abstand der kürzeste Part. Und dann musst du ja noch diesen scheiß Berg hochlaufen. Das ist übrigens Moritz. Ja, und die haben alle fleißig gefilmt und fotografiert. Dann nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Da ist noch ein Foto, wie ich rauskomme. Der andere auch auf jeden Fall happy. Und dann bist du hier den Berg hochgekraxelt. Dann musstest du noch so gut 500 Meter. Da seht ihr auch nochmal den Zeitnehm-Chip am Fuß. Macht es Sinn, am See zu trainieren oder Schwimmbad? Du solltest auf jeden Fall auch mal in offenen Gewässern geschwommen sein, wenn du einen Triathlon machen willst, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das war Schwimmen. Wie viel hat die Teilnahme gekostet? Anmeldegebühr waren 55 Euro. Allerdings habe ich noch so ein Set mit diesem Band, was du brauchst, um den Chip zu befestigen und so mit dazu genommen. Plus, wenn du nicht in einem Triathlon-Verein bist, musstest du eine Tageslizenz kaufen, die hat auch nochmal 16 Euro gekostet. Also insgesamt habe ich 80 Euro für die Anmeldung bezahlt, für das Set, für so einen Halter, für die Startnummer um die Brust, seht ihr gleich beim Fahrradfahren. Also beim Fahrradfahren musst du die Startnummer auf dem Rücken haben, beim Laufen vorne so Bauchnabelhöhe und beim Schwimmen hast du obviously keine Startnummer. Und eine kleine Startnummer musstest du auch noch auf dein Bike kleben. So, hier bin ich dann rausgekommen, das ist die Wechselzone, alle Fahrräder schon weg, nur meins noch da. Es waren nicht so viele Leute hinter mir, aber da kann ich auch kurz nochmal sagen, ich hatte genau zwei Ziele bei dem Triathlon. Das erste und oberste Ziel, das einzige, was mir wirklich überragend wichtig war, ich will durchkommen, ich will das überstehen und ich will durchkommen. Und das zweite kleine Ziel, was ich hatte, war vor allem gegen meine große Angst, dass das Ganze sehr peinlich für mich werden könnte. Ich wollte nicht Letzter werden. Dass ich es geschafft habe, wisst ihr schon. Ob ich Letzter geworden bin, wisst ihr vielleicht noch nicht.
und wie meine Zeit wird, das wisst ihr auch noch nicht. Übrigens habe ich davor gesagt, ich versuche ungefähr 40, 45 Minuten schwimmen. Ich denke 1,45 bis 2 Fahrrad und 1 Stunde 5 laufen. Das war das, was ich mir vorgenommen hatte. Was es geworden ist, zeige ich euch später anhand der offiziellen Messergebnisse. So, und das war in der Wechselzone übrigens größter Fehler. Ich hatte kein Handtuch in der Wechselzone, weil ich dachte, ich gehe nass sowieso aufs Bike. Das juckt mich nicht, muss mich nicht abtrocknen. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass meine Füße voller Wiese und Sand sein werden. Und das heißt, ich bin mit meinen sandigen und grasbedeckten Füßen in meine Laufsocken rein, die ich dann fürs Fahrradfahren und fürs Laufen getragen habe. Absolut dumm, absolut scheiße. Meine Füße waren auch absolut offen. Aber ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hatte sogar ein Handtuch dabei. Aber ich dachte, das brauche ich nicht. Ne? War auf jeden Fall dumm. So, und dann hängen hier die ganzen Fahrräder. Also normal die ganzen Fahrräder, jetzt halt nicht mehr viele. Und da hängt mein Bike und dann rennst du hier hin. Hier dürftest du vorher deine Sachen hinlegen morgens. Und dann hast du da dein Bike geholt. Hast du deinen Helm angezogen, deine Radschuhe angezogen, hast dein Fahrrad da runtergenommen und dann geht's langsam raus. Ja, da bin ich noch an den Schuhen, genau. Und nochmal, meine Mission beim Schwimmen war insane Energie sparen, beim Fahrradfahren insane Energie sparen, weil mir klar war, dass ich alles, aber auch alles an Kraft, was mein Körper hergibt, für diese 10 Kilometer Laufen brauchen werde. Und deswegen wollte ich eigentlich meine Pace beim Schwimmen niedrig halten, meine Pace beim Fahrradfahren niedrig halten. Wie gut das Ganze geklappt hat, sehen wir dann gleich. Aber da ging es jetzt auf jeden Fall los, Fahrrad geschnappt und raus da. Und dann gab es hier so eine rote Linie auf dem Boden. Ich glaube, die seht ihr auch gleich nochmal besser. Ja, hier diese rote Linie. Und hinter der roten Linie durftest du erst aufs Fahrrad steigen. Wenn du vorher aufsteigst, Zeitstrafe oder im schlimmsten Fall sogar Disqualifikation. Ich brauche eine Kohle in meiner Pfeife. Genau, dann bin ich auf mein Fahrrad gesprungen. Und dann ging es los. Es gab einen Rundkurs mit irgendwie 13, 14 Kilometern ungefähr. Und den musstest du dann dreimal auf dem Fahrrad absolvieren. Und das heißt auch, es gab natürlich Wendepunkte, wo du abbremsen musstest. Und Leute, du liegst auf diesem Fahrrad. Du ballerst da rein in die Pedale. Du denkst dir, Junge, ich bin so schnell unterwegs, wie ich noch nie war. Und Fun Fact, ich war so schnell unterwegs, wie ich noch nie war. Nicht was Topspeed angeht, aber ich glaube, ich hatte noch nie eine Fahrradfahrt, wo ich so eine Durchschnittsgeschwindigkeit habe. Für Fahrradprofis wird es nichts Krasses sein. Für mich persönlich, es war geisteskrank. Und das ist, worum es für mich ging. Vergleichen mit anderen muss ich mich in der Sportart nicht. Ich bin da nicht gut. Aber ich finde es für mich allein schon krass, dass ich es geschafft habe. Und dann bin ich losgeradelt. 13, weiß ich nicht, Rundkurs, 3 Runden. Und dann kam zum Beispiel auch noch die Vivi vorbei und dann bin ich da rumgeradelt. So, wo war ich denn? Ah, hier. Genau, das war dann die andere Seite. Da hatte ich dann praktisch schon eine Runde fertig und war wieder auf dem Rückweg. Und dann bin ich da schön rumgeradelt. Wunderbar. Und die Mädels haben gekriegt. Und wie gesagt, für Radprofis wird es nicht geisteskrank schnell gewesen sein, aber für mich war es absolut geisteskrank. Und das war auch nochmal beim Rauslaufen, aber das hatten wir ja praktisch schon. Und das war auch nochmal beim Losfahren. Das waren die Aufnahmen vom Kai. Genau, und dann bist du zurückgekommen. Und wenn du zurückgekommen bist, dann bist du genau wieder in dieselbe Wechselzone, hast schnell deine Radsachen ausgezogen und hast dir noch Laufschuhe angezogen. Das war gerade das Umziehen. Dann habe ich noch vergessen, meine Schnürsenkel zuzumachen in der Aufregung. Ich hatte keine richtige Kappe dabei. Hab dann die Kappe, die ich normal nur als Kopfschutz unter dem Helm trage. Also es ist eigentlich so eine Fahrradkappe, ne, die du unter einem Helm anziehst. Das ist eigentlich keine Kappe, die du einfach so tragen solltest, alleine. Ne? Egal, ich hatte keine andere Kappe und es waren an dem Tag 33 Grad und knalle Sonne. Und da war es mittlerweile halt auch absolut Mittag. Und ja, da seht ihr nochmal den Zeitchip an meinem Fuß. Die Laufschuhe sind an, die Laufsocken sind an und die Schuhe sind offen. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt, aber hier hinter der Schnürsenkel. Dann bin ich losgelaufen und mein Kumpel Carsten und ich haben uns relativ gegen Ende von der Fahrradstrecke getroffen. Die letzte halbe Runde sind wir zusammengefahren. Ich war praktisch beim Schwimmen war ich viel schneller als Carsten oder einiges schneller als Carsten. Beim Fahrradfahren war er minimal schneller als ich, hat mich aber über die Dauer trotzdem aufgeholt. Ich hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Warte, ich zeige euch erstmal die Schwimmzeit einmal. Das waren 34,5 Minuten.
Ich habe das Workout früher angemacht, deswegen steht da Elapsed Time. Aber das Schwimmen an sich, die Workout Time 34:30, sagt meine Uhr. Das stimmt nicht perfekt mit dem ein, was die Zeitmessung vor Ort ergeben hat, aber das zeige ich euch dann am Schluss, was meine offiziellen Zahlen waren. Genau, ich hatte 34:30 und damit war ich deutlich schneller als Carsten. Das hier war Outdoor Cycle, 41,23 Kilometer und eine Zeit, auf die ich sehr stolz bin, für mich persönlich, eine 1,2759, was einen 28,1 km/h Schnitt ergibt. Und wenn ihr euch mal überlegt, beim Schwimmen habe ich schon 777 Kalorien weggeballert, seht ihr unter meinem Zeigefinger, und dann habe ich 1647 Kalorien beim Fahrradfahren weggeballert, durchschnittlicher Puls von 137. Und wenn ich mir so meine vergangenen Fahrradtouren angucke, die ich so gemacht habe, da hatte ich 24,5 im Durchschnitt. Dann hatte ich hier 15 Kilometer, 22,7 km/h Durchschnitt, 40 Kilometer Fahrrad, 23 km/h Durchschnitt, 25 Kilometer mit 25,7 km/h Durchschnitt. Das heißt, alles, was ich hier so sehe, ist entweder bei 25 oder drunter. Also eigentlich würde ich sagen, ist so mein wirklicher Durchschnitt beim Fahrradfahren 24 km/h. Und hier bin ich einfach 4 km/h schneller gefahren. Klar, die Straße war abgesperrt, es waren super Bedingungen. Wir sind durch eine relativ schattige Strecke gefahren. Also ich würde sagen, 2/3 von der Strecke waren im Schatten, 1/3 war in der Sonne. Aber es war trotz der Temperaturen relativ angenehm, da Fahrrad zu fahren. Ja, es war okay. Hat das Abbremsen in der Wende deine Zeit nicht extrem verlangsamt? Yes, auf jeden Fall. Aber die restliche Strecke konntest du halt schön ballern, ne? Und deshalb 28er Schnitt war für mich geisteskrank. Und das, obwohl ich gesagt habe, ich werde langsamer fahren, als ich normal fahre, damit ich das Laufen überstehe. Und dann ging es nämlich ans Laufen. Dann ging es los, wir sind losgelaufen und da geht der Blick nach unten und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich habe mir die Schuhe nicht zugebunden. Du bist nach der ganzen Zeit, wo du da unterwegs bist, du schon 2500 Kalorien weggebrannt hast, die Sonne schon stundenlang auf deinen Kopf ballert. Du bist irgendwann so durch. Du hast so einen Tunnelblick. Du bist nur so, muss laufen. Und dann vergisst du sogar so Sachen wie die Schuhe zubinden. Dumm. Anfängerfehler. Absoluter Anfängerfehler. In der Story hat man es nicht gesehen, weil meine Freundin genau da die Story beendet hat. Aber das war der Punkt, wo ich mich gebückt habe, um mir die Schuhe zuzubinden. Hat sie das nochmal weggeschnitten? Ah, sie hat sogar weggeschnitten. Absolute Ehrenfrau. So, und das war schon das Ende von der ersten Runde. Hier gab es dann eine Abspaltung. Du konntest entweder zum Ziel laufen oder in die zweite Runde. Fun Fact, einer wurde disqualifiziert, weil er nach einer Runde ins Ziel gelaufen ist. Dummkopf. Die erste Runde ging halbwegs. Die ersten 5 Kilometer waren okay. Das erste Stück von der Laufstrecke ging durch den Wald. Also wir sind zweimal um den Badesee praktisch rumgelaufen. Die erste Strecke ging durch den Wald und das war noch halbwegs angenehm. Und danach bist du aufs offene Feld gekommen bei 33 Grad, brennender Sonne, Mittagshitze, absolut ekelhaft. Und das hat mich wirklich komplett gekillt. Das hat mich komplett gekillt nach der ersten Runde laufen. Ich hatte wirklich zero Kraft, ich hatte zero Motivation. Aber irgendwie habe ich mich einfach an Carsten dran gehängt, bin im Stumpf hinterhergelaufen und fertig. Und dann kam der Schwamm, Freunde. Der Schwamm, der maybe mein Leben gerettet hat. Maybe. Ich habe mir an jeder Wasserstation, es gab alle 2,5 Kilometer, gab es eine Wasserstation. Das heißt, es gab zwei auf der 5-Kilometer-Runde und du bist die Runde zweimal gelaufen. Ergo, du hattest 4-mal die Möglichkeit, dir Wasser zu holen. Und ich habe das auch jedes Mal gemacht. Jedes Mal. Mir immer 3 Becher geschnappt, mal 2, mal 3. Habe mir einen direkt über den Kopf gekippt und habe den anderen versucht, langsam zu trinken. Und dann kam der Schwamm. Digga, der Boy mit dem Schwamm, er hat mein Leben gerettet. Er hat einfach mein Leben gerettet. Ein Schwamm, vollgesaugt mit eiskaltem Wasser. Als ich das gesehen habe, nochmal Stopp, weg und Schwamm hinten rein. Junge, war das geil, als mir das eiskalte Wasser den Rücken runtergelaufen ist. Ich war so glücklich in diesem Moment über diesen Scheißschwamm. Das kann man sich nicht vorstellen. Noch nie so über Wasser und Schwamm gefreut. So, das nochmal andere Aufnahme, trotzdem erste Runde. Und da hatten wir dann, wie gesagt, die ersten 5 Kilometer drinnen. Eins schnell wegballern, eins noch mitnehmen, über den Kopf, 2 in die eine Hand und Schwamm hinten rein und weiter ging's. Und das war das Ende.
Ich muss noch mal hier auf die anderen Bilder. Genau, da hat uns nämlich noch der Moritz im Feld verfolgt. Das war dann das offene Feld. Und das war die zweite Runde. Ich war wirklich am Ende. Ich habe nur noch auf Carstens Füße geguckt und war einfach, muss an Carstens Füße bleiben. Muss dranbleiben. Und es gab einen Moment, wo wir hier über dieses offene Feld gerannt sind, wo ich echt einen kurzen Schockmoment hatte und... Also es gab zwei Optionen für mich. Entweder ich fall um oder ich komme durch. Alles dazwischen hätte ich nicht akzeptiert. Ich sag euch auch ganz ehrlich, ich hatte mehr als einmal Kotze im Mund bei der zweiten Runde laufen. Tut mir leid, wenn es Leute ekelhaft finden. Ich sag euch trotzdem, wie es ist. Vielleicht hat irgendjemand vor, das zu machen. Stellt euch drauf ein, wenn ihr euch die ganze Zeit Riegel und Gels reinballert. Mein Magen hatte am Anfang vom Laufen absolut keine Lust. Und es ist mir das ein oder andere Mal die Kotze literally hochgekommen. Ich habe es wieder runtergeschluckt, Schluck Wasser hinterher und weitergelaufen. Aber in der zweiten Runde auf dem offenen Feld war mein Magen mein kleinstes Problem. Da war ich wirklich tot. Und irgendwann hatte ich sogar so einen leichten Druck auf der Brust. Dann dachte ich so, gut, entweder jetzt Herzinfarkt oder dann ist komplett vorbei oder du kommst noch irgendwie durch. Ich habe versucht, möglichst langsam zu machen, habe mich auf meine Atmung konzentriert, habe einfach versucht, auf Carstens Füße gucken, Atemrhythmus beibehalten, einfach weiterlaufen. Fuß nach Fuß. Ich bin auch regelmäßig mal mit dem Fuß so über den Boden geschliffen. Carsten hat mich immer verdutzt angeguckt und hat gesagt, alles okay. Habe ich gesagt, und bin weitergelaufen. Und so haben wir das durchgezogen. Und dann sind wir da übers Feld gestolpert. Ich gestolpert. Ja, schon, meine Füße kommen kaum noch hoch, aber egal, irgendwie ging es weiter. Und der Bro, der jetzt noch gleich kommt, oder? Da. Ach, jetzt sieht man nur ganz kurz. Der Bro war auch ein absoluter Ehrenmann. Der hat sich einfach eine komplette Flasche Wasser gesneakt an dem Wasserstand. Dann bin ich kurz neben ihm hergelaufen, war so, Bro, bitte. Bitte einen Schluck Wasser. Habibi, bitte gönn einen Schluck Wasser. Und er so, komm. Ich hatte noch meinen Becher in der Hand. Er hat mir einen Schluck Wasser abgegeben. Dann habe ich noch die Hälfte habe ich getrunken. Die andere Hälfte musste ins Gesicht. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, dass ich die Hälfte über mich gekippt habe. Aber ich denke, der wird es verstehen. Der war nämlich auch schon am Gehen und absolut am Ende. Und das war die Wasserstation. Also die Stelle auf dem offenen Feld war praktisch genau danach. Bis zu dieser Stelle hier warst du im Wald. Und dann warst du hier an dieser Straße. Und hier waren die Wasserstationen, da konntest du dir das Zeug snacken. Und dann seht ihr, hier ging es ins offene Feld. Das heißt, die müssten auch noch... Nee, das ist kurz vor Zieleinlauf. Und da seht ihr auch schon, Carsten ist nicht mehr bei mir. Ich konnte irgendwann nicht mehr mit Carsten mithalten. Ich weiß nicht, ob er auf den letzten Metern angezogen hat oder ich auf den letzten Metern massiv reingeschissen habe. Aber auf den letzten Metern, ich konnte ihn irgendwann nicht mehr halten. So sehr ich es versucht habe... Da irgendwie dran zu bleiben, auf den letzten Metern ging es nicht mehr. Aber ich bin weitergelaufen. Und ich persönlich bin geisteskrank stolz drauf. Wie gesagt, ich bin jetzt maybe 3-4 Mal in meinem Leben insgesamt 10 Kilometer gelaufen. Und vor dem Triathlon bin ich einmal 10 Kilometer gelaufen. Ich bin die ganzen 10 Kilometer trotz 1350 Meter Schwimmen und trotz 41 Kilometern Fahrrad, ich bin nicht einmal gegangen. Ich bin alles durchgejoggt, mit einer Ausnahme an den Wasserstationen. Aber da, wo ich laufen konnte, bin ich durchgelaufen und bin nie stehen geblieben. Und da bin ich schon verdammt happy drüber. Und das war kurz vor Ende, da stand der Kai, hat das Ganze gefilmt. Ich konnte ihm nichts sagen. Das war alles, was ich rausgekriegt habe. Einmal dieses und einfach stumpf weiter. Auf den Boden gucken, atmen, weiterlaufen. Man sieht es an meiner Körperhaltung. Ich bin so ein... Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Schlapper Sack, der sich da irgendwie gerade noch rumschleppt. Die Hände keine Spannung mehr, nichts mehr Spannung. Es ging auch nichts mehr. Ich war komplett fertig. Komplett fertig. Aber irgendwie habe ich meinen schon durch die Sonne langsam verwesenden Kadaver Richtung Ziellinie geschleppt. Da ist Carsten. Carsten war kurz vor mir da. So, dachte er, glaube ich, nochmal, hier wäre die Ziellinie. Und da komme ich. Laufen. Und Finish, Digga. Fucking Finish, Junge. Meine Beine waren absolut am Ende. Und dann standen auch meine Freundin, Vivi, Moritz, Kai standen da. Ich konnte nicht reden. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, da lief die eine oder andere Träne unter der Sonnenbrille durch und ich bin froh, dass ich eine Sonnenbrille auf habe, weil ich glaube, mein Gesicht würde ich jetzt selbst nicht ertragen, was da unter der Sonnenbrille abging. Das muss für immer unter dieser Sonnenbrille bleiben, für immer. Und ich konnte nicht reden, ich wollte nicht mehr laufen, ich wollte mich irgendwo hinsetzen
Ich war einfach nur tot. Dann wollte die Frau mir das Band abmachen. Ich bin nicht mal mehr runtergekommen. Die Frau hat mir das Band vom Bein abgemacht, weil bei mir nichts mehr ging. Weiter als so ging einfach nicht. Ja, und dann hat die Frau das Band abgemacht. Und dann war Ende Gelände. Das war noch die erste Runde. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich von danach noch was habe. Das war danach. Da habe ich dann noch meine andere Flasche hatte, meine Freundin dabei, auch nochmal mit Iso-Drinks. Da war wirklich absolut Ende. Ja, ich glaube, das Bild sagt alles. Aber Carsten und ich waren auf jeden Fall beide geisteskrank happy. Dann gab es noch eine Umarmung. Das Bild sagt auch alles. Carsten, tot. Marvin, tot. Beide absolut am Ende. So, das war die olympische Distanz. Offiziell waren es 1,4 Kilometer Schwimmen, 41 Fahrrad und 10 Laufen. Offene Klasse. An dem Tag war auch noch die hessische Meisterschaft. Nur um euch mal kurz einen Geschmack dafür zu geben, was so Hessen, übrigens die Daten sind öffentlich im Internet, also kann ich die auch im Stream zeigen. Der Hessenmeister, oder zumindest der an dem Tag gewonnen hat, 92er Jahrgang, also genau mein Jahrgang, hat gebraucht fürs Schwimmen 18,5 Minuten. Fahrrad 56 Minuten 21. Freunde, das waren 41 Kilometer, die er in unter einer Stunde gemeistert hat. Was bedeutet, dass der Bro einen Schnitt von irgendwie 42 km/h hatte, obwohl es zwei Wendezonen und eine enge Kurve gab, in der er garantiert abbremsen musste. Das heißt, auf den geraden Strecken ist der Bro wahrscheinlich nahezu immer 50 gefahren. 34 Minuten ist er gelaufen für 10 Kilometer. Im Vergleich, ich war fast doppelt so lange unterwegs. Um zu meinem Ergebnis zu kommen, müssen wir leider nicht auf Seite 2, nicht auf Seite 3, nicht auf Seite 4, sondern auf Seite 5. Ich bin in der Gesamtwertung 238. geworden. Ihr seht aber auch, da sind noch Leute unter mir. Sehr zu meinem Stolz kann ich berichten, ich bin 11. geworden. Wir erinnern uns, meine Ziele waren überleben, nicht letzter werden. Und ich freue mich, sagen zu können, ich habe beide diese Ziele erfüllt. Meine offiziellen Zeiten. Ich bin 34 Minuten und 28,54 Sekunden geschwommen. Habe in der Wechselzone 1 nicht 1,5 Minuten gebraucht, sondern 5. Wie gesagt, ich hatte dezente Probleme mit Sand und Gras an meinen Füßen. Dann war ich 1 Stunde 27,33 auf dem Fahrrad. 2 Minuten 48 nochmal in der Wechselzone. Und dann sind wir 1 Stunde und 5 gelaufen. Was meine Gesamtzeit für den Triathlon auf 3 Stunden 15 und 22,03 Sekunden bringt. Und so habe ich meinen ersten Triathlon gemacht.